Willkommen. Schön, dass Sie dabei sind, meine Damen und Herren. Und Gratulation an Kim Jong-un. Er ist ab sofort nicht mehr der bekloppteste Staatschef der Welt. In den USA war Election Day. Nicht für Trump, für den war Erection Day. Er hat sich sehr gefreut, kann man verstehen. Für uns stellt sich die Frage, was machen wir jetzt? Ich habe eine Idee, ich habe einen Plan. Wir bauen eine Mauer. Wir werden eine Mauer bauen rund ums Weiße Haus. Bauen wir eine Mauer und wir lassen die Trumps dafür bezahlen. Believe me, it's gonna be huge. Ja, wie hat sich das für Sie heute Morgen angefühlt in den frühen Morgenstunden? Also ich muss sagen, ich fand, es war so, als würde einem die eigene Tochter sagen, das ist mein neuer Freund und der Typ ist im Gesicht komplett tätowiert. Und sie sagt, ach, und übrigens, wir wollen heiraten. Dieses Gefühl, dass man denkt, ach, mit dem willst du glücklich werden. Ich weiß gar nicht, wie kann man dieses Gefühl sonst beschreiben? Viele sind nahezu momentan in Schockstarre. Ich bin auch wirklich ein bisschen schockiert. Schock, Enttäuschung. Das ist auch ein Schock. Das war schon ein schwerer Schock. Hier fällt sehr oft das Wort Schockstarre. Schockstarre ist am häufigsten gefallen. Lass uns dieses Wort Schockstarre ruhig noch mal benutzen. Es wird patentiert heute Nacht. Das ist ein Schock. Na, jetzt seid ihr überrascht, was? Ja, sind wir, Klaus, ja. 82% der Deutschen hatten ja fest mit einem Wahlsieg von Hillary Clinton gerechnet. Das Problem ist natürlich, 100% der Deutschen sind Deutsche. Und die dürfen ja gar nicht wählen in Amerika. Die Amerikaner sahen das eben zum großen Teil anders und haben Trump tatsächlich zum Präsidenten gewählt. Trump wird Präsident. Und nicht nur das, er kann durch Mehrheiten im Kongress und im Senat auch noch durchregieren. Trump, ein Milliardär, der keine Steuern zahlt, der wichtige Posten mit Familienmitgliedern besetzen will und sich mit seinen Freunden das Geld hin und her schiebt. Oder wie seine Wähler sagen, ein kleiner Mann außerhalb des Establishments. Ja, er ist Quereinsteiger. Das ist auch dieser Kinderglaube, dass Quereinsteiger automatisch alles anders und besser machen würden. Das ist doch Blödsinn. Weil sie würden doch auch nie sagen, ich habe einen tollen neuen Urologen. Ja, aber das Gute ist halt, der ist Quereinsteiger. Gerade das schätze ich an ihm. Ja? Mein Urologe, ja, der hat gar nichts zu tun mit diesem medizinischen Establishment. Nein, mein Urologe ist gelernter Klempner. Aber gerade deswegen vertraue ich ihm. Ja, der redet auch nicht so abgehoben daher, wie Mediziner immer reden. Bei meinem Urologen, da ist viel von Dichtungen die Rede. Ja, da wird sehr viel geflanscht bei meinem Urologen. Würden Sie doch nie sagen. Donald Trump wurde vor allem von Weißen, alten, bildungsfernen Männern auf dem Land gewählt, die Angst haben vor der modernen Welt. Ja, die ängstlichen Alten wählen Trump. Make America gray again. Ja, aber auch 40% der Frauen haben Trump gewählt. Und das verstehe ich nun wirklich überhaupt nicht. Weil er gesagt hat, er wäre ein Präsident zum Anfassen, oder? Frauen! Ja, damit hätte Hillary niemals gerechnet. Und entsprechend düster war die Stimmung auch kurz nach dem Wahlergebnis im Clinton-Lager. Und sie selbst kam ja gar nicht mehr raus. In der Nacht sagt ihr Manager die große Wahlparty in New York ab. Ihr solltet alle nach Hause gehen und eine Runde schlafen. Moment, die Szene kenne ich aber, das ist doch... Bitte gehen Sie weiter! Es gibt nicht das Geringste zu sehen, Leute! Ja, das Lager der Demokraten lag in Trümmern und Trump hat derweil Glückwünsche bekommen von Marine Le Pen, von Beatrix von Storch, von Wladimir Putin, von Nigel Farage und von Geert Wilders. Kompliment, muss ich wirklich sagen. Also ich denke, so sympathische Freunde findet man sonst nur in der Figurenwelt von The Walking Dead. Wir kennen ja Trumps Programm für die ersten 100 Tage. Also was kommt da auf uns zu? Er will die Gesundheitsreform abschaffen. Er will eine Mauer bauen zu Mexiko. Er will Muslime ausweisen, Hillary Clinton ins Gefängnis stecken, einen Putsch inszenieren, Cumhuriyet verbieten, die PKK... Nee, jetzt habe ich es irgendwie verwechselt, Entschuldigung. Aber... Was ich interessant fand, er versucht jetzt tatsächlich erstmal präsidial zu wirken. Er hat Kreide gefressen. Also das war erstmal fast Hollywood-reif. Nur sein kleiner Sohn, der durchschaut den Schwindel. Gucken Sie mal. Wir werden eine Arbeit leisten, die euch hoffentlich stolz machen wird auf euren Präsidenten. Haben Sie gesehen? Haben Sie gesehen? Der weiß Bescheid. Ja. Ja. Hier. Gucken Sie mal.
Oh, der alte Nerv. Der will dieses Land versöhnen. Nach dem Wahlkampf, nach dem, was er gesagt hat, versöhnen, ich lach gleich. Ja, ein Land, durch das vorher schon ein tiefer Riss ging. Amerika, man fragt sich wirklich, was ist eigentlich aus dir geworden?